Wir stellen uns heute die Frage, wie die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gelingen kann, was passieren muss, wie sich die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ändern müssen und welche Lösungen ganz konkret hier vor Ort erarbeitet werden können. Die betriebliche Integration von Flüchtlingen ist eine sehr wichtige Frage, weil es zum einen den Menschen hilft, in ihrem Integrationsprozess auch hier im hiesigen Leben Fuß zu fassen, zum anderen aber auch eine Chance darstellt für die Unternehmen. Viele Unternehmen klagen ja über Fachkräftemangel und das könnte eine Chance sein, ein Stück weit auch dieses Problem anzugehen. Das Problem, das wir zurzeit in Karst haben, das trifft aber auf den gesamten Bereich zu, ist, dass wir unheimlich viele Unternehmer haben, die gerne Flüchtlinge beschäftigen würden, in einer Hospitation, in einem Praktikum, wie auch immer. Aber die Versicherungsfrage ist einfach nicht geklärt. Asylpolitik ersetzt keine gute Einwanderungs- und Arbeitsmarktpolitik. Und ich brauche als Arbeitgeber, und das fordern wir auch vehement, die Sicherheit, wenn jemand hier ausgebildet wird, dass derjenige, auch wenn er dann aus einem sicheren Herkunftsland kommt, wenn er hier bleiben will im Rahmen eines vernünftigen Einwanderungsgesetzes, auch hier bleiben kann. Wenn die Flüchtlinge zu uns kommen, auf jedem Podium, auf dem ich sitze, sage ich immer, Sprache, Sprache, Sprache muss das Erste sein, was wir gemeinsam hinbekommen. Die Essenz heute bei der Veranstaltung war, dass es noch viel Informationsbedarf gibt, noch immer, bei den Unternehmern hier in Düsseldorf und in der Region. Aber wir haben auch gesehen, gerade bei der Podiumsdiskussion, dass sich die verschiedenen Organe hier schon sehr gut zusammengeschlossen haben. Und ich denke, dass auch diese Informationslücken sicherlich jetzt noch in Kürze geschlossen werden können.